Diese lustigen kleinen Dinger dürfen in Deutschland nicht qualvoll gemästet werden. Trotzdem landet das Parfait von Gänsestopfleber auf der Karte eines renommierten Schwarzwälder Restaurants, weil der Wirt die Stopfleber aus dem Ausland importierte. Eine Online-Petition forderte das Restaurant auf, das Tierquälerei-Produkt ein für alle Mal von der Karte zu nehmen. Über 44.000 Menschen zeichneten mit. Unvorstellbar, dass ohne das Internet so viele Unterschriften gesammelt worden wären. Das findet auch Paula Hannemann, Kampagnenleiterin bei der Petitionsplattform change.org. Online-Petitionen sind eine große Chance für alle die, die nicht einfach Gehör in der Gesellschaft finden. Online-Petitionen sind die Chance von ganz normalen Menschen wie du und ich, die Agenda zu setzen, die öffentliche Debatte zu beeinflussen oder überhaupt in ihr nur vorzukommen. 44.000 Menschen. Das hört sich nach einer Menge an. Aber wie viele Menschen gibt es wohl auf der anderen Seite? Menschen, denen es egal ist, ob Tiere leiden müssen auf dem Weg zur Delikatesse. Jörg Eisfeld-Reschke vom Institut für Kommunikation in sozialen Medien, IQSOM, warnt daher davor, die Aussagekraft solcher Zahlen überzubewerten. Wenn bei einer Online-Petition 3.000, 50.000, 300.000 Menschen mitmachen, ist das noch lange nicht repräsentativ. Das darf an der Stelle nicht überschätzt werden. Die zum Teil großen Zahlen kommen zustande, weil es dank digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien leichter geworden ist, Informationen zu verbreiten. Ein einsamer Unterschriftensammler hätte wohl kaum 44.000 Mitzeichner für die Angebotsänderung eines Restaurants im Schwarzwald gefunden. Aber online verbreitet sich manche Petition so schnell wie Videos von Katzenbabys. Trotzdem hat eine große Online-Beteiligung nicht unbedingt etwas mit echter Mobilisierung zu tun, findet Jan Lachenmeier, Leiter des Berliner Demokratielabors XAI-Dialoge. Denn für den Unterzeichner ist die Hürde denkbar niedrig. Da wird etwas gemacht, das ist ganz plausibel und ich stimme dem zu und mache meinen Klick und damit fühle ich mich gut, habe einen guten Zweck erfüllt. Ob das, was dargestellt ist, auch wirklich so ist, steht dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Es geht also vielen vor allem um die Erleichterung des sozialen Gewissens. Zu Hause auf dem Sofa lässt es sich leicht ein Weltverbesserer sein. Ob sich die Menschen nach einem kurzen Klick weiter informieren oder gar offline engagieren, ist fraglich. Diese Form des Online-Aktivismus wird deshalb verächtlich Klicktivismus genannt. Die Stopfleber-Online-Petition hat zwar den Sprung in die Offline-Welt geschafft und dort etwas verändert. Diesen Schritt schaffen allerdings nur die allerwenigsten Online-Petitionen. Weniger als 300 von 15.000 monatlich gestarteten Online-Petitionen weltweit erreichen ihr konkretes Ziel, auch wenn sie tausende Unterstützer haben. Denn am Ende sind es nicht die Aktivisten, die entscheiden, sondern die Politik, sagt Demokratieforscher Jan Lachenmeier. Wenn man Themen auf die politische Agenda setzt, dann hat man ein bestimmtes Interesse, aber das heißt ja nicht, dass Politik dann das Thema genauso übernimmt in dem Interesse, das man verfolgt hat. Um auch die Politik zu überzeugen, reicht eben eine Online-Petition allein nicht aus. Es braucht Menschen, die das Thema in ihr Online- und Offline-Umfeld weitertragen, Medien, die über das Thema berichten und Menschen, die die Inhalte an die richtigen Entscheidungsträger leiten. Nur dann kann sich ein Erfolg einstellen, meint Jörg Eisfeld-Reschke. Wenn es ein Aspekt von Öffentlichkeitsarbeit ist und es eingebettet ist in weitere Lobbyarbeit, dann kann man tatsächlich etwas bewegen. Unser politisches System ist nicht so aufgebaut, dass man mit einer Online-Petition alleine schon etwas bewirken könnte. Da braucht es mehr. Politische Prozesse sind träge, ihre Wirkung langfristig. Die Rolle von Online-Petitionen kann es sein, Menschen und ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Für den direkten Politikwandel sind Online-Petitionen zwar eher nicht geeignet, sie können aber Auslöser für gesellschaftliche Debatten sein und die Medien auf vernachlässigte Themen hinweisen. Und so haben Online-Petitionen die Chance, langfristig dann doch mehr zu verändern als eine Speisekarte.